Immer mehr chinesische Touristen finden in den letzten Jahren ihren Weg in die Passauer Drei-Flüsse-Stadt und somit auch zu seinem barocken Wahrzeichen, dem Weißen Stephansdom. Wir stellen natürlich fest, dass mehr chinesische, ostasiatische Gruppen kommen. Und ja, man merkt am Verhalten, dass hier eine kulturelle Distanz da ist. Umso froher sind wir, dass wir jetzt einen chinesischsprachigen, also in Mandarin herausgegebenen Führer der Firma PEDA anbieten können mit herrlichen Fotos, sodass die Menschen, die sich etwas näher damit befassen können und wollen, dass die dann auf diesen zurückgreifen können. So einfach wie den Domführer vom Deutschen ins Italienische, der Muttersprache der Bauer des barocken Stephansdoms, zu übersetzen, war diese Aufgabe allerdings nicht. Die Aufgabe war äußerst schwierig für mich, einen Dolmetscher zu finden, einen Übersetzer zu finden, um einfach diese Publikation dem katholischen Glauben anzupassen und den Verständnis dem Bürger zu geben, vom Asien uns Mitteleuropäer auch zu verstehen. Die zweite Schwierigkeit bestand dann in der Umsetzung, dass man natürlich eine chinesische Sprache, die chinesischen Schriftzeichen in einen bestehenden Umbruch einarbeiten musste, ohne dass sich der ganze Bildspiegel verändert. Man kann nicht die Deutsch auf Chinesisch direkt übersetzen. Und die Schwierigkeit ist, dass ich einen Namen richtig übersetze, damit die Chinesen miteinander verbindet und die Geschichte kennt und die Mentalität kennt und die kann flüssig lesen kann. Die deutsche Satz ist manchmal so lang und ich muss sie kürzen und flüssig machen, damit die andere auch versteht. Der Archivdirektor des Bistums Passau, der den ursprünglichen Text mit all seinen kunsthistorischen und theologischen Erklärungen verfasst hat, freute sich sehr über die neu hinzugekommene Übersetzung in Mandarin. Um den nach offiziellen Angaben rund 20 Millionen Christen in China einen hochwertigen Domführer anbieten zu können. Wir haben jetzt die 8. Übersetzung des Domführers und das ist natürlich ein ganz gutes Gefühl. In 4 der 6 Weltsprachen ist der Domführer bereits im Passauer Domladen erhältlich. Fehlt nur noch der in Russisch und Arabisch. Aber das ist im Falle eines zunehmenden Interesses an Passau und seinem wunderschönen Dom wohl auch nur noch eine Frage der Zeit.